Hallo zusammen, hier ist Anouk. Wir sind zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben uns zurückgemacht nach Skarlitz und sind jetzt auf der Suche nach einer Schaufel, weil wir unsere Eltern begraben wollen. So, wir werden uns jetzt hier einfach mal umgucken in irgendeinem Schuppen. Oder so sollten wir eigentlich hier was finden. Ja, nehmen wir auch nochmal mit. Wir schauen auch gleich mal nach dem Hund, was da los ist. Alles verbrannt. Hier ist nichts, Brennholz. Hupsa. Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Tja. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Tja. Pischek ist jetzt nicht gerade, heißt er so? Ich glaube ja, so ähnlich. Also zumindest der andere, das ist jetzt keiner, der sich mit Worten groß überzeugen lässt, glaube ich. Außerdem haben wir da keine besonders dolle Skillung. Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Tja, wir haben ja mitbekommen, dass die junge Frau, Theresa, wo wir sozusagen die Angreifer, die Kuman mit dem Pferd haben, versucht umzureiten, um sie abzulenken. Das war Theresa. Ich glaube, hier mal nach ihr zu fragen. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden. Ist Gott was noch? Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Ja, das ist ein ganz sympathischer Mensch. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Entschuldigt, ich habe immer noch so Wahnsinnsprobleme mit meinem Asthma. Irgendwie die letzten 2-3 Tage ist das echt richtig schlimm. Ich weiß nicht. Wir fragen ihn jetzt doch nochmal nach der Schaufel und ich fürchte um. Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Dieser Wichser. Gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Ja, dann erzähl ihm das doch Zähne nicht. Ein. Scheiße, wieso klappt das schon wieder nicht? Ah, wieso? Ja.
komm schon, lauf. Gut getroffen. Nimm das. Wieso? Ich verstehe das nicht. Trau dich doch. Oh Mist. Verdammt nochmal. So ist's recht. Sieh den Schwanz ein. Na toll, keine Ahnung. Und wo ist jetzt die Schaufel hin? Da. Du armer Hund. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Eigentlich, naja. Eigentlich wollte ich eigentlich gucken, ob ich mit dem Hund irgendwas machen kann, aber gut, das hat sich jetzt erledigt. Dann werden wir auch gerade noch mal eine Kleinigkeit essen. Ich weiß auch nicht, ob uns jetzt irgendein Verband hilft. Wir versuchen es so. Ja, der andere Typ, das ist schon ein ganz schönes Früchtchen. So. Nee, ich will meine Eltern nicht plündern. Dann läuft das wohl anders. Dann muss ich wahrscheinlich dorthin, wo ich die Gräber ausheben soll. Oder so, wie es der Wunsch der Eltern war, unter der Linde. Nochmal in den Questlog, wie das. Erstens habe ich wohl hier irgendwas dazu gekriegt. Gesundheit? Nee. Ich glaube, ich war damals mit dem Kampf mit Schwert und Schild nicht besonders gut. Aber gut, ich glaube, wir erlernen das jetzt trotzdem. Ich weiß nicht recht, ob ich das jetzt wirklich gelernt habe. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es nicht gefallen. Ja. Ja, was für ein Moment. Also. Legen wir mal los. Wenigstens ein Tröster.
verdammt nochmal. Ja, das ist, glaube ich, eine körperliche und seelische Last. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Oh, Bischik, mein Freund. Was, Bischik? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Naja. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Aha. Theresa, sie lebt. Hört auf mit den Spielchen! Mal wieder mehr Glück als Verstand. Sie haben sie begraben. Das uns jetzt ein Stück den Fortgang der Geschichte erzählt und nun ja, immerhin auch die Mitwirkenden hier aufgezeigt werden, aus Respekt vor deren Arbeit will ich das jetzt auch nicht irgendwie abbrechen.
glaube, das müsste schon Rattay sein. Dorthin, wo Ratzig mit den überlebenden Bürgern geflohen ist. Dann wenigstens wissen, wo wir überhaupt sind. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Habe ich kein Schwert? Ich weiß nicht, wir sind hier am Kämpfen, aber das ist keine Kondition mehr. Da kommt jetzt alles noch mal hoch. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Hui, ist aber ganz schön verdreckt, die Therese. Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Therese? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rattay. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Eine tapfere Frau. Du bist wach? Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Tja, ich glaube, das ist fast noch die interessanteste Frage. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was?
Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Ja, sie war ja regelrecht unser Schutzengel, dass sie im richtigen Zeitpunkt da war und vor allen Dingen sich auch getraut hat, für uns einzustehen. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Ja, und noch später? Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ja, wieder mal Schwein gehabt. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Mhm. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ja, da hat sie wohl recht. Ja, ich glaube, das sollten wir durchaus honorieren. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Ja. Moment, etwas auf den Tisch. Das meint sie damit. Okay. Gut. So, das heißt, das ist unsere Truhe. Ach, gut, dann ist das alles, was wir offensichtlich mit dort drin hatten. Ich nehme einfach jetzt mal ein paar Sachen an uns. Ich glaube auch, dann ziehen wir uns überhaupt erstmal wieder an. Nicht, dass wir hier halbnackig zu unserem Herrn gehen. So, Verbände können wir jetzt anlegen. Das heißt, das nehme ich jetzt auch mal mit. So, dabei belassen wir es jetzt erstmal. So, dann schmeißen wir uns mal in Schale.
Schuhe anziehen, Hose anziehen, Hemd anziehen. Okay. Gut, das wäre sogar eine Quest gewesen oder ist eine Quest gewesen. Hier ist der Bereich der Mühle. Gut. Oh, Köter ist auch da. Der Hund des erschlagenen Metzgers. So, wo ist denn jetzt? Jawohl, zeitgemäß. Ach, da drüben lehnt er. Dann sprechen wir mal mit unserem Gönner. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? Tja, ich meine, zum einen sind wir neugierig und ich glaube, mit ehrlicher Arbeit kommen wir so schnell aus der Nummer nicht raus. Wir hören uns mal an, worum es geht. Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Nett. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ja, das klingt doch jetzt erstmal spannend. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ja, also wie gesagt, indem wir das Spiel mitspielen, eröffnen wir uns einfach noch ganz andere Möglichkeiten. Und da wir ja auch selber schon geplündert haben, ich glaube nicht, dass wir da wirklich auf Skrupel Rücksicht nehmen müssen. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn es Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Möge Gott über dich wachen.
So. Nun, dann wissen wir, wie es für uns weitergeht. Genau wie beim letzten Mal, wir brauchen eine Schaufel. Also das werden wir auch wiederum in sozusagen, ja, beim nächsten Mal erledigen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Bleibt mir treu, gebt mir einen Daumen nach oben, bitte abonniert meinen Kanal. Gerne Kommentare, falls die Aussteuerung irgendwie nicht so klappt, irgendwas zu lang ist. Ich habe versucht, ein bisschen zu schneiden oder werde versuchen, etwas zu schneiden, dass es nicht zu lang wird. Aber momentan wird einfach noch sehr, sehr viel der Geschichte drumherum erzählt, was einfach wichtig ist, um die Hintergründe zu verstehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anouk.